Welcome to the last files of the workout with Yannis and Misha. Oh yeah. Yes. Arnie hat dir gerade einen Segen ausgesprochen. Danke, Arnie. Ja. Hail the King. Also es sind jetzt hier 110 Kilo Flachbank. Hä? Ja, genau. Und so. Wir gucken jetzt mal. Sehr enger Griff, das sieht man schon mal. Und die Kadenz ist sehr, sehr, sehr kontrolliert. Sehr, sehr, sehr langsam. Gefällt mir gut. Und von der Seite gucken wir es uns auch mal an. Eine leichte Brücke, das überrascht mich jetzt. Nicht mal eine starke Brücke. Das waren jetzt 4 Reps. 4 Reps. Wie verantwortest du das jetzt, dass es nur 4 Reps sind, in Anführungszeichen? Nur 4 Reps sind, es waren wirklich so. Ich habe einen Plan. Nach DOP-Prinzip, das heißt, ich variiere an verschiedenen Tagen die Intensität etc., das Volumen. Also DOP, für die Leute, die das nicht wissen, das ist ein Periodisierungssystem. Und das heißt, du machst jetzt aber hier etwa 6 Sätze oder so? Nee, sogar weniger. Weil es hat den Grund, dass ich jetzt versuche, mal herauszufinden, wo ungefähr mein MAV, also Maximal Adaptive Volume, ist. Das heißt, das Volumen, das ich pro Muskelgruppe pro Woche noch machen kann, mit dem ich noch Anpassungen habe. Ja. Und jetzt gibt es eigentlich laut Studien so rund zwischen 15 und 25 Sätze pro Muskelgruppe pro Woche. Genau. Ist halt abhängig von der Person. 40 bis 70 Reps pro Training. Genau, genau. Und der Punkt ist jetzt der, ich habe mir da überlegt gehabt, soll ich jetzt einfach von oben starten, 25, dann mal 24, um herauszufinden, welches Volumen ist für mich momentan optimal. Nur das Problem ist, wenn ich mit 25 starte, dann habe ich eine gewisse Ermüdung vom ersten Mesocycle mit 25, wenn das zu viel wäre. Mhm. Diese Ermüdung besteht für mich persönlich jetzt meiner Meinung nach die Gefahr, dass ich diese Ermüdung dann in den nächsten Training, ja, nächste Periodisierung reinnehme, quasi nächsten Mesocycle reinnehme und dann nicht einschätzen kann, sind es jetzt 24 immer noch zu viel oder bin ich einfach nur müde von den 25? Ja. Dann habe ich gedacht, interessant. Ich fange einfach mal von unten an, habe ich vielleicht über einen Monat, 2 Monate ein bisschen zu wenig Volumen, aber ich habe ja immer noch die schöne Progression drin. Ja. Also der Workload sollte eigentlich genügend hoch sein. Dann schaue ich einfach, ich habe jetzt mal begonnen mit 16 Sätze pro Muskelgruppe pro Woche. Ja. Schraube zum nächsten Cycle, also nach 5 Wochen schraube ich es hoch auf 18, dann mal 20, dann vielleicht noch in einer Schritten hoch. Ja, ja. Probier es mal so aus, richtig strukturiert anzugehen, auch mit der RPE-Scale. Ich schaue wirklich, dass ich nicht irgendwie bei RPE-9 schon bin am Anfang. Ich beginne jetzt etwa mit 7 in der ersten Woche, mit etwa 8 in der zweiten, in der dritten etwa 9 und dann in der vierten so 9 bis 10 halt. Ja, und dann Deload. Genau, dann Deload. Dann Deload, ja. Deload, ja. Und beim Deload ist es so, ich habe schon mehrere Sachen ausprobiert, mit verschiedenen Gewichten, also verschiedenen Intensitäten, 50% vom Arbeitsgewicht, 60%, 50% vom One Rep Max etc. Ich habe schon probiert, die Intensität ganz oben zu lassen, das Gewicht quasi. Und das Volumen einfach nur zu senken. Das Volumen zu reduzieren, das habe ich aber hab mir nicht gefallen. Nein, gesagt. Mir auch nicht. Weil meine Sehnen und Bänder und Gelenke konnten sich nicht wirklich erholen. Und auch sonst, ich war nach dem Deload nicht wirklich erholt oder stärker. Ja. Und wenn ich wirklich 50% vom Arbeitsgewicht mache, also extrem wenig, das Volumen gleich behalte oder ein bisschen reduziere, wieder erholt und habe wirklich extrem viel mehr Kraft und wieder richtig Bock zu trainieren. Deswegen mache ich das jetzt momentan so. Mal schauen, ob der Weg hinführt. Ja. Ich will mal schauen, Ich finde 50% ein guter Ansatz. Ich war so jetzt die letzten 8 Wochen immer so auf 70% für Deload. Ja. Das war zu viel schon fast. Ich habe aber auch das Volumen auf 70% runtergeschraubt. Ah, okay. Also wenn ich 4 Sätze gemacht habe, habe ich 3 Sätze mit 70% des Workloads gemacht. Und was ich an dieser Stelle auch sagen muss, ich versuche jetzt mal wieder, wie ich es auch schon öfters gemacht habe in der Vergangenheit, komplett auf geplante Deloads zu verzichten, weil ich einfach gemerkt habe, dass obwohl es eigentlich auf Papier mehrere Studien, das beweisen auch, dass Deloads was bringen, vor allem wenn man eben zuerst ins Overreaching geht, habe ich persönlich für mich, für meinen Trainingsstil herausgefunden, dass es mir nicht gefällt. Ich habe zum Beispiel in den 6 Monaten Wettkampfdiät nicht einmal einen Deload gebraucht, bin aber auch nie ins Overreaching gegangen. Und genau diesen Ansatz verfolge ich jetzt auch in der Offseason. Das heißt, ich gehe eigentlich nie über RPE 8, 8,5 maximal
und versuche dann aber auch wirklich nicht einen Deload zu brauchen nach 5 Wochen, wie ich es bis jetzt immer gemacht habe. Das heißt, mein Ziel, wenn Deload, dann nur ungeplant, wenn ich es dann eben trotzdem mal übertrieben habe. Das ist so mein Ansatz momentan. Ob das jetzt der beste Ansatz ist, weiß ich nicht, aber es hat auf jeden Fall in der Vergangenheit gut funktioniert, in der Wettkampfdiät. Und sehr interessante Ansätze. Vor allem, dass du das Ganze auch wieder anhand von neuen Studien jetzt so für dich rausgefunden hast. Ich habe das in der Vergangenheit ja auch plus minus so gemacht. Also in der kürzeren Vergangenheit, also nicht vor 3 Jahren oder so, da habe ich ja völlig einen Bro-Split. jedenfalls finde ich halt, mit der Autoregulation ist es halt so eine Sache, da muss man halt wirklich aufpassen, weil ich habe auch gedacht jetzt, ich habe auch viele Sachen auch mit der Progression etc. schön Autoregulation-Prinzip angewendet, bin aber schon zu oft ins Messer gelaufen, weil ich dachte, ja, ich bin Superman, ich brauche kein Deload, ja, ich kann erhöhen, ja, scheiß drauf. Und mit der Zeit irgendwann merkst du, fuck man, es läuft nicht mehr, ich brauche irgendwie einen zusätzlichen Rest-Day, ich habe keinen Bock aufs Training, die Progression in den letzten 2 Wochen ist einfach minimal gewesen, ich fühle mich einfach kaputt. Und deswegen habe ich auch mal gesagt, mach mal das Gegenteil, schau es mal strikt, auch wenn ich zum Teil irgendwie finde, ich brauche das noch nicht oder so, ja. Ich mache es einfach, weil, ja. Es ist, auf jeden Fall ein guter Ansatz. Ja. Auf jeden Fall ein guter Ansatz. Vor allem, du bist auch noch 4 Jahre jünger. Ja. Und mit 22 konnte ich das auch noch nicht. Da habe ich auch gemeint, ich bei Superman. Aber mittlerweile, muss ich ganz ehrlich sagen, merke ich halt einfach, dass, ja man, wie bei ihm, oder? Auch er trainiert auch nicht mehr so, wie er mal trainiert hat, oder? Ja, das Problem ist auch noch, ich habe jetzt mir einfach mal noch ein paar Podcasts und Studien reingezogen dazu. Und ich versuche jetzt wirklich mal mit dem Overreaching. Ja. Ich versuche wirklich das Overreaching, also diese Volume Accumulation Phase, also das Volumen akkumuliere in den paar Wochen der Progression und dann mal deloaden. Also ich stelle gerade einen Anspruch daran, dass ich in den 4 Wochen Progression wirklich stärker werde. Also das heißt, wenn der RP erhöht wird und das Gewicht erhöht wird, hast du in der Summe wieder plus minus null. Ja. Aber das ist eigentlich nur, weil die Ermüdung quasi zunimmt, genau, deine Kraft zunimmt und dann gleicht sich wieder aus. Dann bist du wieder auf null schlussendlich. Und ich habe das bis jetzt nie so gemacht, ich habe es immer so gemacht wie du. Als ich quasi wirklich so bei 8, 9 RP dauerhaft war und gar nicht ins Overreaching wirklich versucht habe, nicht ins Overreaching zu kommen. Jetzt bin ich einfach mal einen neuen Ansatz aus und... Du kannst es eben nicht versuchen, weil es ist eben so, du musst deinen Körper so gut kennen, dass du auch verstehst, dass eben wie du gesagt hast, das Volumen, das überträgt sich dann in den nächsten Cycle, vor allem wenn du eben den Deload nicht entsprechend auch perfekt spürst. Absolut. Yes. Und wenn ich jetzt wirklich, ich schaue mir einfach jetzt an nach diesem Mesocycle schaue ich mich an, ist die Kraft gestiegen, wie war das beim Deload, wie nötig war der, wie sieht die Kraft dann auch aus im neuen Cycle, war das Volumen ein bisschen zu niedrig, war es perfekt, was soll ich noch ändern? Also ist es wirklich mal zu schauen, wirklich strukturiert das Ganze angehen und dann von dem ausgehend mal ausbauen und Sachen ändern. Das habe ich jetzt momentan vor. Ja, und das hast du anhand von Studien dir so angeeignet. Jetzt kannst du diese Studien auch, könnte man die jetzt hier unten verlinken? Ich müsste sie raussuchen wieder, aber könnte man gut machen. Dann schickst du mir die Studien zu, dann verlinke ich die hier unten und dann könnt ihr die durchlesen. Es gibt auch noch einen kleinen Tipp da. Für alle die immer nur die Abstracts lesen und trotzdem zu faul sind, gibt's einen guten Trick. Gibt's einen kleinen Geheimtipp. Ich glaube, Sepp macht's nämlich auch so. Kann gut sein. Schreib mal dem Sepp, ob er diesen Trick auch verwendet. Frag ihn mal unter dem neuesten Video. Fragen mal, ja. Das wäre lustig zu erfahren. Dann weißt du, wie ihr es schafft, so viele Studien zu lesen. Erklär mal den Tipp kurz. Also der Tipp ist eigentlich ganz einfach. Wenn ihr nur eine begrenzte Zeit habt, euch mehrere Studien anzuschauen, ihr wollt einfach wissen, was wurde untersucht und was war das Ergebnis. Dann müsst ihr eigentlich nur Folgendes machen. Studien haben nämlich einen streng strukturierten Aufbau, der auch wirklich geregelt ist. Das heißt, irgendwie die Introduction sollte nur so und so viel Absätze überhaupt haben etc. Das heißt, wenn ihr jetzt den ersten Satz der Introduction und der letzte Satz der Introduction plus den ersten Satz der Results und den letzten Satz der Results lest, diese 4 Sätze, dann habt ihr eigentlich schon mal, was wurde untersucht und was wurde herausgefunden mit dieser Studie. Wenn ihr jetzt noch einen Schritt weiter gehen wollt, dann schaut euch noch zusätzlich die Methodik an, weil diese kann auch noch Ausschluss geben auf die Qualität der Studie. Ja. Und eigentlich, wenn ihr diese 4 Sätze gelesen habt, dann wisst ihr, was die Studie aussagt und dann schaut ihr noch die Methodik an, um zu schauen,
ist diese Methodik überhaupt sinnvoll oder hat das irgendwelche Bias versteckt, wo man jetzt irgendwie schnell übersieht und einfach sich täuschen lässt. Also so habt ihr innerhalb kürzester Zeit habt ihr die Studien quasi gelesen, was sie aussagen, dann die Methodik noch kurz abchecken. Wissen, worauf ihr schaut. Ist sicher besser, als die Abstracts zu lesen. Ja, ist sicher besser. Ja. Sicher besser. Also würde ich auf jeden Fall empfehlen. Doch. Ja. Yes, ich gestehe es, ich bin oft der Typ, der auch noch gerne einfach mal die Abstracts einer Studie liest. Weil wenn du die Abstracts liest, kannst du ja immer noch dann im Internet die Diskussion über das Abstracts die abchecken und dann siehst du dann meistens eben auch, inwiefern das Abstract stimmt oder nicht. Und was auch noch ein Punkt ist, es gibt ein paar Studien, bei denen nur das Abstract überhaupt kostenfrei ist. Ja, also bei vielen musst du noch für Fulltext zahlen oder dich wie irgendwie, ich komme mich mit dem Uni wieder das VPN von der Uni einloggen und dann geht es meistens. Also, ja. Das ist auch der Grund, wieso dass die guten Fitnessprogramme auch etwas kosten. Wenn ihr irgendein Gratisprogramm euch holt, dann könnt ihr davon ausgehen, dass es meistens einfach auf Erfahrungen des Personal Trainers besteht. Ja, das Lean Bulk System, aber auch das Muskelpedia, das sind Programme, die sind auf Studien basiert und die mussten wir uns damals auch anlesen, aneignen oder sogar kaufen, je nachdem. Und deswegen investiert das Geld. Macht nichts, also ihr könnt natürlich auch die Zeit investieren, aber für viele Leute, die hier das Video gucken, investiert das Geld, kauft euch ein gutes Fitnessprogramm. Ich sage auch nicht, dass es zwingend Mind Science muss. Ich sage mal, das Paket von Sepp ist sicher noch ein bisschen ausführlicher, müsst dann aber auch wieder mehr Zeit investieren. Bei mir habt ihr das Ganze ein bisschen mehr geplant und ich denke, wir haben hier richtig, richtig guten Content hier bekommen von Yannis. Noch ein weiterer Punkt ist, die meisten Leute sagen dann, ja, wie viele Sätze pro Woche, dies, das, Protein, bla bla bla. Wie soll man das am besten machen? Die einen sagen das, die anderen sagen dies. Dann denke ich mir, ja, was die einen oder die anderen sagen, interessiert mich nicht. Schaut euch die Studien an, überlegt euch, ist es logisch, macht das Sinn, probiert es aus und dann entscheidet. Ja. Nicht einfach, wer was sagt, das ist eigentlich komplett egal. Ihr müsst ein bisschen auf den wissenschaftlichen Standpunkt müsst ihr euch verdeutlichen und mal schauen, was sagt die Wissenschaft dazu und wie logisch und wie reliable ist das Ganze. Genau. Das heißt, ihr könnt es entweder so machen oder ihr guckt einfach, dass ihr nur Leuten die Tipps abnimmt, die auch auf solche Studien verweisen, die diese Studien auch kennen. Ja. Also wenn ich eben höre, dass jemand zum Beispiel noch nie was von Alan Aragon gehört hat oder noch nie was von Brad Schoenfeld gehört hat und einfach sagt, es hat bei mir funktioniert oder ich mach's so oder ich habe so meinen Kunden beigebracht, bei denen hat es funktioniert, dann ist es eigentlich Bullshit oder könnte Bullshit sein. Ja. Und das müsst ihr einfach wissen. Yes, Leute, wir trainieren jetzt hier weiter. Wenn ihr das Rückenvideo noch nicht gesehen habt von Yannis, dann checkt es auf jeden Fall ab. Auch dort bekommt ihr übelst gute Tipps. Schaut auch die anderen Videos mit Yannis an. Medizinstudent im dritten Jahr, sechsten Semester. Hat noch einiges vor sich. Wir pumpen jetzt noch ein bisschen durch. Weitere Videos folgen. Und ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Peace the fuck out. Peace the fuck out.